Hallo liebe Leute, herzlich willkommen beim Online-Coaching für EMTB und MTB-Fans. Ja, heute geht's rund, das heißt, es geht um das Thema Kurven und da gibt es auch wieder vielseitige Übungen, die man machen kann. Ich werde jetzt nochmal ein paar wichtige Basics beim roten Faden vom Kurvenfahren nennen. Die Dinge, die ihr dann bei euch selber nochmal überprüfen könnt beim Üben, um das abzuprüfen und dann noch Ausblick zu geben, wie ihr das im Gelände weiter anwenden könnt. Das Problem beim Kurventhema ist natürlich, dass es so viele verschiedene Kurventypen gibt und viele Kurvensituationen, dass man gar nicht sagen kann, hey, das ist jetzt die Kurventechnik, die immer gilt und so weiter und so fort. Aber es gibt ein paar Dinge im roten Faden, wo man sagen kann, das lässt sich quasi auf fast alle Kurven übertragen und das hilft total, gibt dir beim Fahren Aha-Effekte. Ich erkläre mal kurz den Grundsatz, der dahinter steckt und dann kann man ja immer noch ins Detail gehen. Beim Mountainbiken und E-Mountainbiken fahren wir auf anderen Untergründen, anderen Böden als beim Straßenradfahren. Deswegen haben wir oft weniger Traktion und deswegen gibt es einen eklatanten Unterschied zur normalen Radfahrkurventechnik. Was bleibt und gleich ist es natürlich der vorausschauende Blick, die Drehung des Körpers, dahin gucken, wo man hin will mit dem Körper, das Rad geht dann mit. Aber der Unterschied ist, die Straßenradfahrer haben den Sattel am äußeren Bein kleben und legen sich mit Rad und Fahrerin in die Kurve, während beim Mountainbiken das Rad mehr gelegt und geneigt ist, während man selber weiter aufrechter bleibt. Das heißt, die Körper-Bike-Trennung kommt hier rein, das Fahrrad ist mehr in der Neigung als man selber, weil wenn man auf Laub, Schotter, Matsch und so fährt, würde man die Straßenradtechnik machen, würde man sofort wegrutschen. So kann man noch Traktion wahren auf den Seitenstollen und auch noch besser reagieren, wenn es anfängt zu rutschen. Wenn das passiert, geht dann der Sattel zum inneren Bein, also linke Kurve linkes Bein, rechte Kurve rechtes Bein und legt sich dann das Bein an. Das nennt man halt den Sattelkontakt. Wenn der Sattel am inneren Bein ist, dann ist das Rad mehr geneigt als man selber. Und das bringt, wie gesagt, viel Traktion und Sicherheit. Jetzt eine mögliche Übung, um das Ganze kennenzulernen. Man sucht sich einen großen Parkplatz, fährt dann große U-Turns, große Kurven, schaut mit dem Körper da an, wo man hin will. Der Blick geht voran, Schulter, Hüfte, Beine, alles folgt. Und wenn der Körper in die Kurve dreht, kommt das Fahrrad mit und der Sattel ist am inneren Bein. Sieht folgendermaßen aus. Zum Beispiel hier fahre ich jetzt eine Kurve, schaue nach rechts, drehe den Körper mit, der Sattel ist am rechten Bein. Und das ist schön, man kann auch ohne Videoanalyse dann fühlen, ob es geklappt hat. Oft ist es so, dass die Gewohnheit durchkommt, der Sattel legt ans äußere Bein. Da muss man es korrigieren und den Sattel ans innere Bein legen. Wenn man sich jetzt ganz gut damit fühlt, in beide Richtungen so zu fahren, mit Blickführung, Körper dreht mit, Sattel ist am inneren Bein. Dadurch ist das Fahrrad mehr geneigt als man selber. Dann kann man auch hingehen und sich äußere Ablenkung suchen. Zum Beispiel hier ist eine Mauer. Muss ich vor der Mauer die Kurve fahren. Da ist ein Zaun. Und ich fahre gerne mal zum Beispiel um einen Gullideckel oder so verschiedene Dinge, wo man sich quasi bewusst schon Kurven raussucht oder gerne auch mal außen ein bisschen abgrenzt, um ein bisschen abgelenkter zu sein, dass man das Ganze auch so gut abrufen kann. Jetzt ist es so, dass ihr mit ein bisschen Kreativität auf jeden Fall es auch hinbekommt, genug Übungsvariationen da reinzukriegen. Man kann zum Beispiel schnell aneinanderliegende Kurven fahren, Slalom fahren, man kann auf einem anderen Untergrund wechseln, man kann langsame, enge Kurven fahren. Eine schöne Übung, die ihr noch machen könnt, ist zum Beispiel auch, dass man mal prüft. Man fährt relativ schnell eine Kurve, dann hat man das Rad mehr mit Neigung des ganzen Fahrrads gefahren und wenn man ganz enge Kurven fährt, dann lenkt man auch mehr ein mit dem Lenker. Das heißt, wenn man natürlich jetzt schnell fährt und zu sehr einlenkt, dann wird das Rad ganz wackelig. Wenn man dann sehr langsam fährt und das Rad zu sehr in die Schräglage neigt, wird es auch sehr wackelig. Das heißt, diese Grenzen könnt ihr selber mal austesten. Langsam fahren, gucken, wann wird es wackelig, wenn man zu viel neigt oder wenn man das Vorderrad genau passend oder ein bisschen zu viel einlenkt. Wichtig wie bei allen Lektionen und allen Übungen, lieber häufiger mal kurz üben,
als irgendwie nur am Wochenende sagen, ich übe jetzt 2 Stunden Kurventraining. Ja, das macht total Sinn. Und kombiniert doch die Themen. Zum Beispiel kann man super gut Kurven und Slow-Speed-Skills, Balance-Skills kann man total gut vermischen, indem man ganz enge Zirkel fährt, wieder stehen bleibt, weiterfährt, solche Geschichten. Eine Übung, die ich jetzt noch mitgeben will, man kann jetzt die Handschuhe nehmen oder eine Trinkflasche, je nachdem, was man gerade da hat, sich auf den Boden legen und dann eine kleine Kurve dabei so ranfahren, dass das Vorderrad außen um die Handschuhe fährt und das Hinterrad innen an den Handschuhen vorbeifährt. Also Beispiel so. Das ist auf jeden Fall eine super schöne Übung. Man kann das Ganze kombinieren mit engen Kurventraining, kleine Pedal-Kicks, stehen bleiben und dann gucken. Vorderrad außen rum, Hinterrad innen rum. Und man kann das Hindernis natürlich noch größer machen, weitermachen und eine super Übung, wo man verschiedene Skills, unter anderem auch Kurven, bei trainiert. Ich verlinke hier unter das Video noch mehrere normale Tutorials, wo es noch spezifische Kurventipps gibt, falls ihr dann noch mehr Input wollt. Wichtig ist, ihr müsst euch selber überprüfen, was macht ihr eigentlich in der Kurve? Dreht ihr den Körper richtig mit? Geht der Blick wirklich voraus? Seid ihr von der Position her schön zentral im Rad? Ist das Rad mehr geneigt als ihr? Diese Aspekte solltet ihr wirklich mal abprüfen. Das könnt ihr über Video machen. Ein Teil könnt ihr über Spüren machen. Wenn der Sattel am inneren Bein ist, dann ist auf jeden Fall auch das Rad mehr geneigt als ihr. Ja, und dann natürlich mit Spaß in Trails anwenden. Wir sehen uns beim nächsten Thema und kratzt die Kurve.